Was ist eigentlich eine perfekte Szene? Dieser Frage gehen wir auf den Grund in dieser Folge von Was mit Film. Ja, Antje, was soll ich dem noch hinzufügen? Was ist eine perfekte Szene? Das ist sehr schwer. Ich würde einfach behaupten, das ist eine Szene, an die man sich im besten Fall vielleicht Shot für Shot fast erinnern kann. Mhm. Und an der es, so blöd das klingt, einfach nichts auszusetzen gibt. Also die einfach passt in dem, was sie aussagt, in dem alle Faktoren zusammenpassen, Spiel, Bilder, Akustik, auch Bedeutung innerhalb des Films. Und die einfach eine Wucht auf einen hat, egal in welcher Form. Ich glaube, so, das würde zumindest alle meine Szenen, die ich so ausgewählt habe, einen. Mhm. Das habe ich mich jetzt auch gefragt. Muss eine perfekte Szene für sich stehen können? Ich glaube schon. Muss man sagen können, ich schnipsel die raus aus dem Film und dann zeige ich die wem und der sagt, wow, was ist das für eine coole Szene? Ist ein sehr guter Punkt. Das würde wiederum nicht auf all meine Szenen zutreffen. Okay, also sie sind so verwurzelt in den Filmen, dass wenn man sie herauslöst, sie vielleicht gar nicht ihre ganze Wirkung so entfalten können. Genau, nicht alle, aber einige. Also ich könnte ja direkt mal ein paar droppen, die es jetzt nicht geworden sind. Okay. Und zwar erinnere ich mich da an die Kopfabszene aus Hereditary. Denn letzten Endes muss man sagen, diese Szene ist sehr kurz, aber sie ist in dem Moment so elementar für diesen Film. Sie erschüttert einen komplett. Sie ist in ihrer Beiläufigkeit so hart und so unvermittelt. Und ohne diese Szene wäre der Film nicht so gut, wie er ist. Mhm. Also jetzt auch unabhängig davon, ohne dessen, was in der Szene passiert, sondern auch dieses Unmittelbare, das hier kreiert wird, das ist, finde ich, ganz, ganz groß. Aber das kann man natürlich nicht rausschneiden und jemandem zeigen. Das, naja, obwohl ich schon irgendwie finde, ja, okay, nee, hast recht. Das ist dramaturgisch irgendwie eben, schon der hat so. Die Szene hat keine Dramaturgie, das wäre ja auch nochmal was. Braucht diese Szene eine eigene Dramaturgie? Ja. Ja, ich habe es jetzt tatsächlich eher von dieser Seite her gedacht, weil in quasi Kino-Plus-Tradition dieses gute Szene, schlechter Film etwas ist, das ich ganz oft bei Filmen spüre, wo ich denke, ja, packt mich irgendwie nicht. So, und warte mal, hier ist ja jetzt wirklich gerade so ein Goldnugget in dem Film drin. Ah, und das ist auch schon vorbei. Naja, schade. Quasi wirklich so einen kleinen Kurzfilm im Film nochmal zu finden, der vielleicht nur eine Minute dauert oder so, wo einmal kurz alles stimmt, wie du es gesagt hast, Bild, Ton, Schauspiel, Inszenierung, alles fällt übereinander und verliert sich dann danach wieder. Also ich hätte ansonsten tatsächlich noch, die passt dann aber eher auch zu der Kopfabszene aus Hereditary, die berühmt-berüchtigte I Wanted to be Over-Szene aus 7 Minuten nach Mitternacht. Ich weiß nicht, ob du den mittlerweile endlich gesehen hast. Ja, ich habe den schon vor Jahren gesehen. Ach so. Natürlich, was denkst du denn? Entschuldige bitte. Weil ich dich nicht erkannt habe als großer Baum bei dem Pantomime-Spiel. Das war einfach nicht so gut. Stimmt, da hast du recht. Aber das ist ja, finde ich, vergleichbar mit der Kopfabszene. Alles läuft irgendwie auf diesen Moment hinaus. Nur bei der Kopfabszene, da hast du diesen Peak und dann geht es nur noch bergab für die ganze Familie. Und bei I Wanted to be Over arbeitet es auf diesen Peak hin, weil dann ist halt Spoiler, der Moment, in dem der Junge halt sich dem Baum anvertraut und sagt, er möchte eigentlich einfach nur, dass seine Mutter stirbt, damit diese Angst vor dem Moment des Sterbens endlich vorbei ist, was ja eine wahnsinnig dramatische Szene und Erkenntnis ist. Und da ist der Peak halt der Höhepunkt wirklich. Und dann fadet es gefühlvoll aus. Und das kann man ja von der Kopfabszene nun wirklich nicht sagen. aber das genaue Gegenteil von diesen beiden Szenen wäre für mich einmal das Finale von La La Land, das ja auch ein eigenes Stück hat, nämlich das, ich glaube, es heißt sogar The Final, weiß ich gerade gar nicht genau, aber wo in einem Medley nochmal alle Songs, die wir bisher gehört haben, instrumental zu hören sind und wir alle Szenen bzw. alle Abschnitte des Films nochmal als Theater dargestellt bekommen. Und das kann man nämlich abklammern. Und im Grunde jemand, der keine Lust hat, La La Land komplett zu gucken, kann sich das Ende anschauen und hat trotzdem einmal die gesamte Handlung mitgenommen. Und das finde ich, das ist eine herausragende Szene, wirklich. Ja, ich finde auch, es ist auf jeden Fall die beste Szene des ganzen Films. Ja, und diese Was-wäre-wenn-Fragen, die ja auch da drin stecken. Eigentlich perfekter Ratschlag, einfach diese letzten 5 Minuten gucken und Rest
geschenkt. Und dann habe ich noch eine Szene gehabt, die habe ich jetzt im Nachhinein nicht genommen, weil sie A, ein bisschen zu lang ist und weil es schade gewesen wäre, über die Szene zu sprechen, wenn du sie gar nicht gesehen hast. Aber vielleicht können wir ja nochmal, wir haben uns überlegt, wenn das hier gut ankommt, dann machen wir das vielleicht öfter, dass wir halt Szenen aus verschiedenen Genrefilmen vielleicht auch analysieren. Die Eröffnungsszene in Pieces of a Woman zeigt eine Hausgeburt. Und zwar in allen Höhen und Tiefen. Also du hast diese sehr starken, schmerzhaften Momente, gefolgt von Momenten, in denen plötzlich das ein total intimer Moment zwischen den Eltern ist und plötzlich diese ganze Liebe dieser beiden Menschen vorherrscht. Immer wieder abgewechselt halt mit, so mit den Wehen, also wie das eben bei einer Geburt so ist. Und mit einem sehr, sehr dramatischen Finale dann. Und diese Szene ist wirklich... Danach bist du kaputt und eigentlich hast du dann das Gefühl, du hast gerade einen ganzen Film gesehen und dann fängt die Handlung aber eigentlich erst an. Okay. Und ich finde, wir müssen über diese Szene auf jeden Fall nochmal reden. Irgendwie, ich glaube, wer da draußen sie gesehen hat, der weiß, das ist eine perfekte Szene, die man auch abklammern kann. Vielleicht ohne das dramatische Ende. Aber ja, deshalb habe ich sie auch nicht genommen. Bevor ich wirklich jetzt sage, was meine Szene genommen hat, darfst du nochmal deine Szenen, die es nicht geworden sind, nennen. Ah, da gibt's einige. Die würde ich mir aber fast wirklich gerne für potenzielle weitere Videos aufheben. Dann haben wir jetzt einfach anhand meiner Vorauswahl mal so ein bisschen abgecheckt, was es für Arten perfekter Szenen geht, würde ich sagen. Mhm. Und ich zeige dir dann direkt meine. Die dauert insgesamt 5 Minuten. Wir brauchen sie ja gar nicht komplett gucken, aber dass du nebenbei so ein bisschen siehst, was ich gewählt habe. Es ist der Schluss von Joker. Interessant, okay, jetzt bin ich gespannt. Der Joker fährt im Auto ins Chaos hinein. Er fährt in das hinein, was er die ganze Zeit beabsichtigt hat und wird immer mehr eingeschlossen von dem Chaos, für das er mehr oder weniger zuständig war. Und am Ende dieses Finale mit diesem unfassbaren Score, wo er dann umringt ist von der Masse an Menschen, diese typische Geste macht und man einfach nur noch die Musik hört und dieses Gesamtbild zwischen... Das Chaos, als Verantwortlicher des Chaos, im Chaos, das ihn für dieses Chaos feiert, zu diesem epochalen Score herausragend. Und gleichzeitig ist diese 5-minütige Szene einfach auch, die hat so einen geilen dramaturgischen Bogen. Also man kann ja jetzt nicht sagen, dass es in dieser Szene eskaliert. Macht es ja eigentlich nicht. Wir wohnen ja die ganze Zeit quasi der Eskalation bei, die sehen sie durch die Autofenster. Also die Situation ist ja schon eskaliert, aber es ist so ein bisschen so, als würde am Ende noch mal jemand mit einem Textmarker Eskalation unterstreichen. Also Eskalation hat er schon geschrieben und dann unterstreicht er es aber noch mal. Und was ich an der Szene auch noch so toll finde, ist, dass der Film dabei immer noch so schön bleibt. Also das ist ja alles so, wie gesagt, gerade durch die Musik, das ist so schön anzusehen. Auch wenn das, was er zeigt, natürlich total dramatisch ist, aber... Diese Szene, ich glaube, auch ein großer Anteil dessen, weshalb ich die so perfekt finde, ist der Score, sage ich ganz ehrlich. Aber das ist so einmal die Figur des Joker komplett in einem. Und es ist interessant, jetzt wo ich es gerade sehe, es gibt ja bei The Dark Knight diese berühmte Szene, wo der Joker seinen Kopf aus dem Autofenster rausstreckt und, glaube ich, wie so ein Hund heult und seine Zunge rausstreckt und so. Man da auch so ein Gefühl dafür bekommt, er ist so crazy, er ist irgendwie, er weiß gar nicht, wo er eigentlich hin will. Hauptsache in irgendwelche Richtungen streben und so weiter. Und dieses ihn Verrückte jetzt hier wirklich hat am Autofenster zu sehen, ist so ein bisschen Feature dieser Szene. Ja, dieses Verrückte hat diese Szene ja gar nicht. Also... Ich finde, bei The Dark Knight in dieser Szene sieht man von außen die Verrücktheit. Und wir wissen ja in Joker die ganze Zeit schon, wo die Verrücktheit herrührt. Und das kann man plakativ finden oder nicht, aber wir kriegen es ja im Film erklärt. Und da nehmen wir ja das Ganze eher aus seinem Inneren wahr. Das ist ja auch eine viel verletzlichere Figur und eine viel ambivalentere Figur, wie sie Joaquin Phoenix hier darstellt. Also sie wird ja in Joker erst definiert, während wir ja in The Dark Knight von Anfang an wissen, mit was für einer Art Charakter wir es zu tun haben. Und ich mag auch diese komplett unterschiedlichen Auslegungen des Joker. Ich mag das ja, wenn man sich einfach Figuren aus der Popkultur nimmt und sagt, ich interpretiere es so, die interpretiere ich so und so weiter. Da hat ja jeder so die Freiheit, die er möchte. Ja, also ich finde auf jeden Fall, unabhängig davon, dass mir halt einfach dieser Ansatz von Erklären und der Joker macht die Revolution und so einfach nicht so gefällt, ist sie auf jeden Fall ultra episch. Hier kann man zum Beispiel mal wieder sagen, episch. Ist sie ultra episch inszeniert und auch sehr treibend und energetisch. Und man denkt,
Joker, mach es! Gerade Robert De Niro erschossen. Egal, weißt du was? Steig auf das Auto. Genau, und lass dich feiern. Und lass dich feiern, genau. Also vielleicht auch, vielleicht ist das ja auch die, oder ist das die unterschätzte Qualität von Joker, dass er einen ja auch so reintrickst in dieses... Ja. Man feiert den Joker, obwohl das natürlich keine Person ist, die man wirklich ja, supporten möchte. Wobei ich es halt da immer wieder so spannend finde, dass der Film ja komplett auslässt, dass das irgendeine Erlösung für den Joker darstellt. Also man empfindet vielleicht diesen Moment, wenn er am Ende in die Talkshow geht und den Talkmaster, gespielt von Robert De Niro, erschießt, das vielleicht so ein bisschen als Erlösung für ihn. Aber wenn man ihn dann eben halt im Auto sieht, der ist ja dadurch jetzt nicht plötzlich der Irre, der sich jetzt darüber freut und sich das nächste Opfer irgendwie vornimmt. Ich finde, diese ganze Szene in der Talkshow geht auch so ein bisschen als Übersprungshandlung durch und ihm ist damit längst nicht geholfen. Also ich finde, diese Heroisierung seiner Figur bleibt trotzdem aus. Also ich finde nicht, dass man ihm da groß die Daumen drückt, sondern selbst in dem Moment, wo er auf dem Auto steht und sich feiern lässt, ist es ein sehr ambivalenter Charakter immer noch, weil man überhaupt nicht weiß, ist das gerade Genugtuung oder ist es der Moment, ist es Genugtuung für die Masse? Ist es Genugtuung für ihn? Man weiß es nicht. Hm. Also ich hab Bock, den mal wieder zu gucken. Ich finde auch tatsächlich die Szene, die direkt daran anschließt, wo er dann tatsächlich im Arkham Asylum sitzt und ja dann scheinbar die Psychotherapeutin da umbringt und man ihn dann da barfuß mit seinen blutigen Fußstapfen über den Boden laufen sieht und er hinterlässt diese Spur um die Ecke, finde ich auch eine, also die finde ich wirklich grandios gefilmt und inszeniert so. Ja. Aber die ist auch sehr gut, kann man nicht sagen, ja. Okay, ich habe, glaube ich, das komplette Gegenteil. Okay. Deeskalation, dick unterstrichen bei mir, beziehungsweise ist eine Szene, die abschweift. Und ich finde, das gibt es viel zu selten, dass man wirklich im Film sagt, okay, bis hierhin und jetzt machen wir mal was ganz anderes ganz kurz. Da fällt mir übrigens gerade ein, für perfekte Szenen zum Abschweifen eignen sich immer sehr, sehr gut Szenenmontagen. Und Bildmontagen. Es ist eine Montage tatsächlich. Jetzt bin ich liebe Montagen. Auch Trainingsmontagen. Ich warte auf den Boxfilm, der nur aus einer riesigen Trainingsmontage. Okay, es ist keine Trainingsmontage, kann ich dazu sagen. Schade. Wir befinden uns in. Es ist nicht originell. Ich mach's trotzdem, weil ich sie einfach von ganzem Herzen wirklich einfach liebe. Es ist ein Anime. Wir sind in Chihiros Reise ins Zauberland. Also wirklich der allererste Anime, der einem einfällt, wenn jemand Anime sagt. Ja. Und da gibt es diese Szene, die natürlich auch allen zuerst einfällt, wenn sie an Chihiros Reise ins Zauberland denken, nämlich Chihiro fährt mit dem Zug über das Meer. Ja, okay. Den mag ich auch sehr. Genau. Ich mute das mal, obwohl es einen traumhaften, wunderschönen Soundtrack von Joe Hisaishi gibt. Ich durfte ja auch nicht hier das, ne? Nee, eben deswegen halte ich mich da auch zurück. Apropos Soundtrack. Soundtrack der Woche, Crash. Warte, das war fies. Nein, wir bleiben in dieser Szene. Darauf komme ich später zu sprechen. Oh mein Gott, sieht das toll aus. Ich liebe diese Szene. Es hat zwar, das kann man vielleicht kritisieren, alles auch so ein bisschen was Wallpaper-haftes, dass man direkt denkt, wow, das möchte ich als Bildschirmhintergrund mir irgendwie einstellen. Das hast du einem Film, den ich neulich hier vorgestellt habe, auch vorgeworfen, nämlich der zauberhaften Welt von Oz. Und Dune, würde ich das vielleicht auch noch und vorwerfen. Und Dune, richtig. Also es gibt ein Muster, aber ich finde trotzdem, jetzt hier einmal zu sagen, wir zoomen komplett raus aus der Handlung und jetzt kommt erstmal 2 Minuten Pause, in der wir das einsickern lassen können, was bisher passiert ist. Und das ist ja wirklich unglaublich viel und Verwirrendes in Chihiros Reise ins Zauberland. Und das Ganze dann gepaart mit dieser Melancholie, Einsamkeit, Traurigkeit, nur wirklich diesen vorbeiziehenden Landschaften, alles, was man auch vom Zugfahren kennt. Mhm. Ich finde, diese Szene und der Film im Allgemeinen ist einfach eine so krasse Fremdheitserfahrung. Man fühlt sich so als Zuschauender fremd und alleine. Und dann ziehen dann noch so Neonlichter vorbei. Keine Ahnung wieso. Irgendwie kennt man ja auch aus dem Zug. Einerseits heimelig, aber auch irgendwie unheimlich. Ich weiß gar nicht, da habe ich so viele Gefühle, wenn ich diese Szene sehe. Auch gerade dadurch, dass der Film ja sonst so unfassbar detailverliebt gezeichnet ist. Und dann hat man hier plötzlich diese große Leere irgendwie auch, durch die dieser Zug rauscht. Das war sie schon. Das ist eine wunderschöne Szene, ja. Ja. Und wie du halt, hattest du das gerade, nee, zu welchem Film hattest du gerade gesagt, ist auch die beste Szene, La La Land, ne? Die Endszene. Ist für mich auch eine, vielleicht auch die beste Szene in Chihiro. Finde ich auch. Obwohl ich mich hier auch frage, wenn man den ganzen Wahnsinn drumherum nicht kennt, wirkt diese Szene überhaupt so? Oder ist es dann einfach nur eine sehr langsame Zugszene? Naja, du meinst also, ob dieses Durchatmen, ob diese Wirkung noch da ist. Das glaube ich nicht, aber sie ist ja trotzdem einfach sehr, sehr schön. Ja,
das stimmt. Und ich finde, und das ist ja wirklich auch das Tolle an Studio Ghibli und aber auch an Chihiros Reise ins Zauberland, dass es so bedeutungsoffen ist. Wir wissen überhaupt nicht, was sind das für schemenhafte Gestalten. Das wird davor, ist es nicht wichtig, danach auch nicht mehr wichtig. Mhm. Man weiß gar nicht, wieso fährt da überhaupt ein Zug durch diese Götterwelt? Wieso müssen die mit Zügen noch transportiert werden? Alles egal, es ist wirklich so eine, ja, so eine geträumte Realität irgendwie, ja, die man sofort begreift, die auch was sehr Bürokratisches irgendwie hat und trotzdem was so Fantastisches. Ja, du kommst ins Schwärmen. Ja, ich muss aufhören. Okay, aufhören. Gut, dann hören wir auf. wie gesagt, das war mal so eine Art Testballon, denn eine perfekte Szene zu besprechen ist irgendwie eine richtig schöne Idee. Und wir haben ja, habe ich ja gerade gesagt, so viele andere Szenen rausgesucht. Gut, alle, die ich jetzt rausgesucht habe, kommen nicht mehr in Frage, weil ich habe sie ja schon genannt. Aber keine Ahnung, wenn wir irgendwas, die perfekte Horrorszene oder die perfekte Szene in einem Musical oder was auch immer, haben wir richtig, richtig viel Material. Und schreibt uns doch in den Kommentaren mal nicht, was eure perfekte Szene ist, sondern schreibt mal den Bereich, aus dem wir das nächste Mal eine perfekte Szene raussuchen sollen. Das ist eine gute Idee. Das ist nämlich die erste Rubrik bei Was mit Film, bei der wir direkt mit der Community interagieren können. Du darfst sie ja abmoderieren. Vielen Dank fürs Zugucken. Wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt uns gerne einen Daumen nach oben. Daumen nach oben. drückt den Abo-Knopf, drückt die Glocke und unterstützt uns finanziell, wenn ihr mögt. Das würde uns sehr freuen. Wir sagen herzlichen Dank und bis zum nächsten Mal. Ciao.